Danny, es kommt am Sonntag, wir fangen mal quasi das Wochenende rückwärts an. Am Sonntag kommt zum absoluten Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter, so ja die Tabellensituation, ihr gegen die Grizzlies Wolfsburg. Ist das schon was, wo es ein bisschen mehr prickelt im Vorfeld, wo man auch mal so merkt, da ist der Kitzel da in der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch in den vergangenen Spielen gegen Mannheim und Nürnberg, das war die gleiche Situation, waren wir sehr heiß. Wir wollen natürlich das Spitzenspiel gewinnen. Es wird eine heiße Nummer. Wolfsburg ist momentan sehr gut drauf, defensiv sehr stark. Deswegen wird es eine, glaube ich, klasse Herausforderung. Ist es so in den Gedanken, so ein kleines Aufleben der Finalserie, auch wenn es die Hauptrunde jetzt ist? Und klar, Finale ist ja vorbei, ihr seid Meister. Aber spielt das irgendwie noch im Kopf so ein bisschen mit? Es ist eine neue Saison, also geht es wieder von vorne los. Aber natürlich will man es dann nochmal zeigen, dass man eine bessere Mannschaft ist. Deswegen wird es sehr heiß. Vorher würden einige sagen, die Pflichtaufgabe gegen Düsseldorf, die sind Vorletzter. Klingt so für den Laien und vom Papier her gesehen als leichte Aufgabe. Wie stellen sich momentan so diese Düsseldorfer für euch so vor? Wer nicht so viel vom Eishockey versteht oder so viel Ahnung von der Liga hat, der denkt es wahrscheinlich, aber der wiederum Ahnung hat, weiß, dass jede Mannschaft gefährlich ist, dass bei uns jeder jeden schlagen kann. Es sind immer heiße Spiele. Düsseldorf wird zum Beispiel auch dementsprechend heiß sein, weil sie gewinnen müssen. Sie wollen unten aus dem Tabellenkeller raus. Und wir dürfen auf keinen Fall Düsseldorf unterschätzen. Das machen wir auch nicht. Wir gehen jedes Spiel gleich an. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Dementsprechend werden wir auch dort wieder Gas geben. Es sind ein, zwei Spieler jetzt verletzt. Wie wirkt sich das aus bei euch? Ich meine, ihr seid von der Qualität her ziemlich gut aufgestellt. Und ist es trotzdem schwierig jetzt dann, dass die Reihen neu aufgestellt werden müssen? Ist das wirklich ein Prozess, der da extra im Training forciert wird? Oder passiert es von allein, wirkt sich gar nicht groß aus? Es ist so, man kann es so oder so sehen. Manchmal klappt es halt nicht mit den Reihen und dann schmeißt der Trainer es ein bisschen um, dass die Harmonie vielleicht besser wieder läuft. Man muss sagen, unser Trainer hat da schon ein gutes Händchen für. Bis jetzt hat es immer gut geklappt. Was auffällt, ihr seid sowohl was die Offensive betrifft, als auch die Defensive immer unter den Top 2 sogar in der Liga. In der Offensive die zweitbeste, in der Defensive die zweitbeste Mannschaft. Sind das wirklich die Schlüssel, vielleicht eher noch die Defensive für die bisher gute Saison, für den guten Tabellenplatz? Unser System ist sehr gut aufgestellt, sehr offensiv. Dementsprechend auch lassen wir wenig zu. Wir versuchen, unsere Spieler blocken sehr viele Schüsse, das ist extrem wichtig, räumen gut vorm Tor auf und das sind, glaube ich, auch diese Schlüsselsituationen. Das waren alle Fragen, die ich hatte. Danny, vielen Dank, viel Erfolg am Wochenende.